Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fahrenheit. Wir haben hier die sexy Carla, das Telefon klingelt. Ja. Und bevor wir rangehen, machen wir natürlich alles, was wir machen können. Glücklicherweise klingeln die ja hier forever. So. Der gute Wicked hatte sich jetzt tatsächlich für die längere Folge bedankt, habe ich gesehen. Brava, Wicked. Aff. So. Müsst ihr mal so sehen, Leute, ne? Wenn ihr etwas fordert, dann müsst ihr darauf ja auch irgendwie Bock haben, ne? Was gefordert wird, aber weiter passiert nichts, ne? Ist halt dann doof. Klingt komisch, ist aber so. So. Genug geschnackt. Heute ist tatsächlich auch der 20. April. Wir sind wieder up to date. Ganz vergessen, dass ich für heute noch keine Folge habe. Und ich habe es quasi mit Erschrecken festgestellt, ja. Musik machen wir mal eben aus. Passt zwar gut, die Musik. Aber weißt du, wenn man ans Telefon geht und dann läuft Musik, das ist unhöflich. Das ist unhöflich. Unhöflich, das machen wir nicht. Ja, hat Carla noch Pizza. Mal gucken, ich habe das Gefühl, sie möchte gar nichts machen, solange wir nicht ans Telefon gehen. Also, gehen wir mal ans Telefon. Ja, ist hier gut. Hallo? Mann, bist du taub? Hab gerade geduscht. Hast du was? Rein gar nichts. Sackgasse. Ich kann mit dem Lesezeichen aus dem Buch im Restaurant einfach nichts anfangen. Da steht eine Reihe von Zahlencodes drauf. Ist für mich nur ein Haufen Zahlen. Vielleicht fällt dir was ein. Fax es doch rüber. Bin eh noch nicht müde. Ist sicher eine spannende Bettlektüre. Okay, komm sofort. Ruf an, wenn dir eine Erleuchtung kommt. Ich bin noch eine Weile hier. Heute Abend dürfte es spät werden. Okay, bis später, Tyler. So, Tyler ist also noch im Büro. Oh, wir können sogar auf Tyler wechseln. Cool. Können wir jetzt Sachen machen, die wir vorher nicht machen konnten? Wir können erstmal die Musik wieder anmachen. Hier für die Männer. Oh, hat sich schon wieder erledigt. Können wir jetzt einen Laptop? Nice. So, checken wir mal wieder den PC. Valium! Hat man es nicht schon? Valium in your order online today, receive more types of tranquilizer delivered to your door less than 24 hours. Blabla, irgendeine Werbung. Hi! Hey Carla, es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Mein Job nimmt mich in Anspruch. Ich komme vorbei, sobald ich kann, und erzähle dir von meinen neuesten Abenteuern. Hatten wir auch schon, ne? Ob da ist nichts Neues. Omikron, erster Teil der Trilogie, bricht alle Rekorde. Am letzten Wochenende hat der erste Teil der Omikron-Trilogie alle Kassenrekorde gebrochen. Die groß angelegte Science-Fiction-Saga hat sowohl beim Publikum als auch bei Kritikern große Begeisterung geweckt und wird schon jetzt als Oscar-Favorit gehandelt. Ich bin begeistert über die Reaktion auf meinen Film, sagte David Cage, französische Regisseur. Das ist ein Wort, was ich nicht aussprechen kann. Wir nennen das Wort ab heute Regie-Dude. Ein Computerspiel für die Leinwand umzusetzen, ist eine besondere Herausforderung. Jackson Peters erklärte, dass ihn die visuelle Originalität des Films besonders beeindruckt habe. Manche Kritiker erwähnten, dass die Thematik des Films, in dem eine Zivilisation durch die Machthaber manipuliert, von den Medien abgestumpft wird, besonderen Einfluss auf den immensen Erfolg des Films habe. Gibt's den Film wirklich? David Cage ist doch der Regie-Dude auch von Fahrenheit, oder nicht? Kältewelle fordert neue Opfer. In Michigan sind gestern fast 40 cm Schnee gefallen, wodurch 11 Menschen bei Autounfällen ums Leben kamen und viele Straßen unpassierbar wurden. In White Mountains in New Hampshire wurden heute Morgen 2 erfrorene Camper gefunden. In Ohio sitzen seit dem Schneesturm der letzten Nacht noch immer über 200 Lastwagen am Straßenrand fest.
Nach einer leichten Verbesserung der Lage während des heutigen Tages ist zu erwarten, dass sich die Situation in den nächsten Tagen jedoch noch verschlimmern wird. Autofahrer werden gebeten, längere Fahrten, wenn möglich, zu vermeiden. So hatten wir einmal die Nachrichten mit Soli. Die Musik ist ein bisschen... Ah, ich wollte nicht nochmal an den PC. Die Musik ist doch ein bisschen laut und penetrant, finde ich. Wer könnte das sein um diese Zeit? Ich erwarte niemanden. Machen wir doch erstmal nackt die Tür auf, oder? Nutella, habt ihr gesehen? Warte ich jetzt mal kurz zur Tür. Nackt natürlich. Ich kann doch so die Tür nicht aufmachen. Du das kannst. Ja gut, dann halt nicht. Wir gucken uns hier nochmal Nutella Placement an. Utolla. Utolla steht da. Wo auch immer das ist, er wird noch warten. So. Erstmal noch ein bisschen Stück Pizza futtern. So. Einmal abgebissen, schon ist sie satt. So. Fernsehen gucken könnte man bestimmt auch, ne? Nicht? Sollen wir uns was anziehen oder was? Wo geht's denn hier eigentlich hin? Oh, geht Carla erstmal pinkeln. Kann sich hinlegen, das ist auch interessant. So, kurz was anziehen. Carla aus der Dusche kommt, können sie zeigen, aber nicht, wie sie sich was anzieht. Okay. Mal gucken, ob man so auch die Tür aufmachen kann, ne? Meine, warum zur Tür gehen, wenn es schon seit einer halben Stunde klingelt? Das wäre ja zu höflich. So, sie hat ihre Toilette woanders als ihre Badewanne. Das ist interessant. Ihre Waage. Aber wir können es nicht draufstellen. So, dann machen wir mal die Tür auf. So kalt war es seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich hasse den Winter. Alles ist leise und bewegungslos, als wäre alles tot. Hoffentlich dauert er nicht lang. Ja, ich bin auch nicht ein Fan vom Winter. Frühling finde ich am besten, Sommer ist mir schon wieder zu warm. So, guten Tag, der Herr, was kann ich für Sie tun? Ich hatte Langeweile und dachte, du als offizielle, nette Nachbarin würdest sie mit mir teilen. Wie auch diesen exzellenten Chablis. In meiner Funktion als nette Nachbarin schlage ich weder deine langweilige Einladung noch den exzellenten Wein ab. Ich nehme an, selbst eine eingefleischte Junggesellin wie du hat irgendwo ein paar Weingläser zur Hand. Müsste ich wohl haben. Nur wo? Setz dich, Tommy. Ich suche sie. Alles klar, Tommy. Ich kann leider nicht mehr auf Tyler wechseln, ne? Hätte ich das schnell genug machen müssen. Ihre Küche war doch hier. Schauen wir mal. Hier haben wir ein bisschen Duckpoop, wie ich so schön sage, ne? Okay. Sie hat genau zwei. Ist das nicht ein Zufall? Genau zwei Weingläser zur Hand. Das ist der Wahnsinn. Nice, Carla. Mit dem hat sie, glaube ich, was, wa? Einen Toast? Okay, auf was?
Die Liebe, was sonst? Auf die Liebe. Jetzt Carla gleich besser. Alkohol ist keine Lösung. Hast du einen Lover? Vor 2 Wochen habe ich jemanden getroffen. Er ist ein total netter Kerl. Hab ich ihn doch richtig eingeschätzt. Ich glaube, diesmal könnte es was Ernstes sein. Freut mich, dass du wieder besser drauf bist. Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen, oder? Ich dachte immer, in New York schere sich niemand drum, ob jemand schwul ist. Die tun so aufgeklärt. Aber von wegen... Für die sind wir alles, nur nicht normale Leute. Noch immer allein? Worauf wartet ein so hübsches Mädchen wie du? Such dir einen netten Freund. Eins ist in New York bestimmt nicht Mangelware. Attraktive Männer. Ich weiß nicht. Danach ist mir zurzeit irgendwie nicht. Meine letzten Romanzen waren stets ein Riesenreinfall. Ich habe momentan auf nichts und niemanden Lust. Genug geplaudert. Schau, was ich hab. Tarotkarten? Um deine Zukunft zu lesen. Willst du damit sagen, du kennst dich damit aus? Meine Oma hatte es im Blut. Sie lehrte mich das Kartenlesen, als ich noch klein war. Sie übertrug ihre Wahrsagefähigkeit auf mich. Es funktioniert. Was die Karten sagen, tritt immer ein. Mal sehen, ob du deine wahre Liebe triffst oder ob du als verschrumpelte alte Jungfrau endest. Okay, alter Zigeuner. Und was muss ich nun tun? Also, nimm die Karten und misch sie gut. Das Wort darf man doch schon gar nicht mehr gebrauchen, was sie gerade gebraucht hat, oder? So, dann mischen wir mal. Nimm 2 Karten. Okay. Wege mit dem linken Analogstick Tarotkarte mit A auswählen. Wie sagen die das immer? Nicht wählen, denk einfach drüber nach. Wähle dann. Also wähle ich die. Ha, Boops. Und wähle ich die. Dich erwartet eine dunkle Zeit, eine Flucht und große Gefahr. Leg 2 dazu. Mach die Augen zu. Hab ich? Jetzt. So, machen wir hier oben noch so. Da ist jemand. Du folgst ihm und er macht dir Angst. Er verbirgt ein Geheimnis. Nimm noch 2 Karten. Damit ich noch mehr Minus kriege. Lieben gerne hier, nehme ich die beiden äußeren. Und ein Fluch. Großes Leid und Angst. Und Tod. Ich sehe dunklen Tod und Schmerz. Tja, komm ruhig rüber, wenn du Unterhaltung brauchst. Tut mir ehrlich leid, Carla. Das ist keineswegs so lustig geworden, wie ich dachte. Ist schon in Ordnung. Mal sehen, was ich noch an Schrecklichem erwarten darf. Hier noch 2 Karten. Ein Kind. 2 Schicksale. Ein Weg zum Leben, der andere zum Tod. Carla, lass uns aufhören. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Sowas habe ich noch nie aus den Karten gelesen. Normalerweise enthalten sie was ganz anderes. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist doch bloß ein Spiel. Ich glaube eh nicht an solchen Kram. Tja, ich gehe dann wieder. Es ist spät. Wir haben noch nicht mal angefangen, ihr Wein zu trinken. Gute Nacht, Carla. Gute Nacht, Tommy. War ein netter Abend. Komm bald mal wieder rüber, okay? Versprochen.
Tür abschließen. Geht nicht. Ach, wir müssen rüber wechseln, damit es gefaxt wird, ne? So, so läuft das. Kann sie jetzt einen Schluck Milch trinken, damit sie wieder besser geht? Nein? Okay. Milch ist Gift! Wird auch nie langweilig, das zu sagen. So. Hat seine Tarotkarten hier liegen lassen. Wird mein Leben wirklich so düster sein? Er erwähnte ein Kind. Ich glaube zwar nicht an diesen Kram, aber trotzdem wird mir dabei unbehaglich. Ich glaube auch nicht an diesen Kram. Machen wir wieder die chillige Musik an. Ich mal wieder in gemütliche Klamotten schlüpfen. Jawohl, können wir. So. Wer möchte denn mit so einem dicken Wollpulli da abends sitzen? Wobei es ja kalt draußen ist. Ich weiß nicht, ob Carla die Heizung anhat. Wenn sie die Heizung nicht anhat, wäre das nicht so gut. So, wir gehen dann wieder ins Wohnzimmer und switchen dann auf Tyler. Hier gibt es scheinbar nichts mehr zu tun. Normalerweise ließ ich Sam nicht gern allein zu Hause, vor allem momentan. Aber dieses Lesezeichen wollte mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte das Gefühl, den Schlüssel zum Mörder so gut wie in der Hand zu haben. Ich spürte, dass ich die Schlinge schon fast um seinen Hals gezogen hatte. Und ich würde nun nicht nach Hause gehen, bevor ich nicht wusste, um was es sich bei dem Zettel handelt. So sucht. So sucht, Tyler. Legen wir mal wieder hin. Setz dich mal hin, Tyler. Guck mal, ob du was Neues hast. PC. So. Pleasure. Penis Enlarger. Gain up to 5 inches. Naja. So. Virus. Naja. Und Sam. Sollte morgen gestritten haben. Das hatten wir auch schon. Natürlich unser Abstieg der Kriminalität. Jetzt habe ich keine Lust, das zu lesen. Und hier ist nichts. Nichts Spannendes war da auf jeden Fall gerade. Mir Licht ausmachen oder was? Ne, anmachen. So, wir stehen aber mal auf. Wir können natürlich den Pixel rüber schicken. Oh Mann, lauter Börsenlisten. Wie man sich dafür bloß interessieren kann. Die... Moment mal, ich hab's! Ich muss sofort Carla anrufen. Ist das hier vergleichen? Nein. Okay. Wieso soll ich denn sofort Carla anrufen? Kann ich mich noch ein bisschen umgucken, bitte? So. Ein schönes, großes, leeres Polizeigebäude. Wenn jetzt hier noch jemand da ist. Klopfen kann ich mir sparen, aber hier liegt bestimmt irgendwo ein Bonus rum. Also manövrieren wir. Oh Mann. Ernsthaft? Er ist erstmal gestresst. Du musst keinen Kaffee holen hier. Das muss die plus 20 jetzt aber sein hier. Wir haben voll die Müdigkeit gekontert. Plus 5, ja, klar. Würde ich auch sagen. Scheißer Spiel, eindeutig. So, da haben wir doch Bonus, siehste? Let's go. Dann rufen wir halt Carla an. Ist hier was sein Büro, nicht? Ja. Sein und Carlas. Kann ich hier jetzt nicht auch rüberfaxen, bitte? Was soll denn hier überhaupt ein Faxgerät sein? Das?
So, haben wir das einmal rübergefaxt. Carla gehen kann ich jetzt nicht. Ich wollte erstmal mit Carla Fax angucken. Aber scheinbar muss ich anrufen. Okay, machen wir das. Hallo? Es ist eine Börsenliste, Carla. Das Lesezeichen wurde in einer Bank gedruckt. Natürlich. Wie blöd von uns. Wie kamst du da drauf? Ich stieß in der Zeitung auf die Börsennotierungen und ich hatte es direkt vor der Nase. Jetzt müssen wir nur noch wissen, welche Bank es gedruckt hat. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich rufe gleich zurück. Okay. Welche Idee hast du denn, Carla? Ich habe auch eine Idee. Alter, diese Steuerung. Meine Idee ist erstmal hinsetzen. So. Das wäre auch meine Idee, Carla. The most difficult part is for catching the little duck. I show you how. Come see here, ducky ducky. Don't be shy. Your potatoes are in the oven. Come. Eine starke Kaltluftfront kommt auf uns zu, die von Kanada herunterzieht. Sie verspricht starke Schneefälle mit hohem Windaufkommen in der gesamten Küstenregion. Die Temperaturen liegen mehrere Grad unter den Normalwerten der Saison. Und hier eine Satellitenaufnahme der Kaltfront. Just a girl. Just a girl. So, hier steht unser Drucker. Gehen wir hier erstmal kurz hin. Da. So, was hat sie jetzt für eine Idee? Ich habe nämlich keine Idee, was sie für eine haben könnte. Boah, ich wusste es doch. Ist aber fies, dass einem nicht angezeigt wird, so, ich muss mir was anderes anziehen. Dann machen sie einfach so mit einem. War's doch so simpel. Tut mir leid, dich zu stören, Tommy. Keine Sorge, ich war sowieso noch nicht müde. Worum geht's denn? Es geht um eine Untersuchung. Und du könntest mir da vielleicht weiterhelfen. Sag mal, kann man einer Börsennotierung entnehmen, in welcher Bank sie gedruckt wurde? Eigentlich schon, denn Bankpapier hat immer ein Wasserzeichen. Mit dem ID-Code der Bank. Der ID-Code steht im Wasserzeichen? Das werde ich gleich mal überprüfen. Danke, Tom. Gute Nacht. Nacht, Carla. Das haben wir natürlich unnötigerweise Tyler gestresst. Aber was will man machen? Ich rufe Tyler an. Rufen wir mal Tyler an, wa? Schon minus 60 bekommen hat bei uns. Minus 60 mental. Ja? Auf dem Lesezeichen müsste ein Wasserzeichen mit dem Bankcode drauf sein. Ich guck nach und ruf dich zurück. Voll gestresst. Ja. Redet er jetzt so, weil er gestresst ist? Ich glaube, ne? Das ist alles meine Schuld. Oh mein Gott. Bewegen Sie das Licht mit Hilfe des Joysticks oder der Richtungstaste. Aha. Ich glaube, ich hab's. Tyler? Ich hab den Code. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich statte der Bank morgen einen Besuch ab. Soll ich gehen? Okay, geh du. Wir treffen uns dann später auf der Wache und gehen alles durch. Bis morgen, Tyler. Bis morgen.
Keine Ahnung, ob es eine gute Idee war oder nicht. Wir waren doch gerade danach. Lukas Wono, 28.01. 21.27 Uhr, minus 12 Grad. Telefon. So, was haben wir hier zu lesen? Nach dem Besuch bei Agatha werde ich nach Hause gehen. Einfach nur schlafen, um zu vergessen. Ja, wir vergessen jetzt auch mal, dass wir gerade in einer Folge sind, denn wir sind fertig mit der Folge. Also würde ich sagen, schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt Fahrenheit mit Soli und dann bis morgen. Ciao.